Teil 1, mein unsichtbarer Freund. Ich habe auch in Melbourne unsichtbare Freunde, von denen habe ich euch noch nicht erzählt. Oh, meine Pillen! Ja, geil. Ich nehme mal wieder einen Sinn. Oh Gott, die Tür ging auf. Wow, interessant. Kommt schon, Mr. Midnight. Finden wir raus, wo wir sind. Oh, Fran, ich hoffe, wir finden bald nach Hause. Ich verhungere. Mr. Midnight, schau, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Erinnerst du dich, die, über die wir gehen wollten, bevor wir... Ja, ich erinnere mich. Toll, gehen wir weiter, Kätzchen. Ein bisschen vorsichtig sein. Geil. Nein, meine Pillen. Zu Hause, oh. Zu Hause. Gib mir die Pillen. Nicht bewegen. Halt, da war ein Baum. Nein, da war ein Baum, da war irgendwas. Dieser Baum eignet sich perfekt für ein kleines Baumhaus. Sehr schön. Ich will meine Pillen. Wer zieht die denn? Oh nein, scheiße. Frans Drogen! Oh nein, ich hätte diese Pillen nicht anfassen sollen. Böse, böse Fran. Und jetzt? Ich habe doch ein Messer. Yeah! Die Katze. Okay, wer war das? Oh Gott. Fran, bist du schon da nun? Ich habe dich nicht vor 2.35 Uhr erwartet. Und so wie ich das sehe, bist du nicht mehr gefangen. Interessant. Wie dem auch sei, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Edward, dein treuer Freund. Edward, kenne ich dich von irgendwoher? Du kommst mir bekannt vor. Ja, ich bin das Wesen der Nacht. Wir haben schon zusammen gespielt. Oh, that's dirty. Ich habe dir geholfen, Mr. Midnight zu finden, weißt du? Wirklich? Oh, ich glaube, ich habe mein Kätzchen ganz gut allein gefunden. Hey, bist du nicht der, der die Schwestern wütend gemacht hat? Nein, ich bin die Schwestern... Nein, ich habe die Schwestern nicht wütend gemacht. Sie dachten, ich wäre es. Verstehst du? Aber das ist, weil sie nie in sich selbst geschaut haben. Was meinst du mit, sie haben nie in sich selbst geschaut? Sie haben mir die Schuld, anstatt zu... Sie gaben mir die Schuld, anstatt zu akzeptieren, dass ihre Eltern sie nie geliebt haben. Aber sprechen wir nicht mehr von den Schwestern, okay? Erkennst du mich wieder, liebe Fran? Der große Mann mit dem Zylinder? Ich kam immer bei Nacht, um dir Geschichten zu erzählen, als du noch ein Baby warst. That's what he said, Mann. Du machst dich strafbar, Kollege. Ich kam zu dir, nachdem du mich erdacht hast. Aber ich bin keine Einbildung, verstehst du? Ich bin ein Teil deiner Realität. Mein Papa kam um 11 Uhr zu mir und sagte nicht mehr zu lange. Oh. Ich habe mir dich eingebildet, du kommst mir bekannt vor. Ja, das stimmt. Ich existiere, weil du existierst. Die Wahrheit ist, du konntest mich dir vorstellen, weil ich schon existiert habe. Wie auch immer, wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Eigentlich bin ich hier, um dich nach Hause zu bringen. Folge mir. Nach Hause bringen? Das kann ich nicht zulassen. Ich kenne dich gar nicht. Ich werde dir nicht wehtun. Ich bestehe nicht aus Dunkelheit. Ich bin dein Freund. Hm, okay, du scheinst nett zu sein. Ich komme mit dir, aber ich vertraue dir immer noch nicht. Das ist okay. Komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Voll gruselig, Mann. Oh Gott, ist der groß. Spooky. Edward, your Holly. Your Holly, bist du's? Schau, die fliegende Edward-Maschine. Was hältst du davon? Ich liebe sie. Sie hat viele Dinge zum Drücken. Ja, mit diesem großartigen Stück Metall bringe ich dich nach Hause. Wir fliegen, sobald ich alles geregelt habe. Außerdem ist es noch nicht 2.35 Uhr. Das klingt toll, aber was hat es mit 2.35 Uhr auf sich? Ich verstehe das nicht. Wenn die Zeit langsamer wird, haben wir die Chance, die Ultra-Realität zu betreten. In der Ultra-Realität können wir überall hinreisen. Jetzt stehen wir auf den endlosen Grenzen der zweiten Realität. Aber du bist ein Teil der dritten Realität, verstehst du das? Ja, das verstehe ich, klingt verrückt. Aber sollte ich nicht warten, bis du die Maschine repariert hast? Warten? Natürlich nicht, du kannst mir helfen. Bring mir Wasser und Feuerbeeren, ja? Okay, irgendwas zu tun? Super, hier ist der unglaubliche, von Edward handgemachte Eimer für das Wasser. Ah, und die Feuerbeeren. Du kannst am Feuer welche pflücken. Okay, kann ich etwas fragen? Wofür brauchst du die Beeren? Ach nun, die Beeren geben einen tollen Treibstoff an. Sie riechen für viele, was sie reichen für viele, viele Stunden. Und das Wasser brauche ich, um den Schmutz loszuwerden. Oh, okay, verstehe. Man weiß es nicht, aber wir wissen, dass sie kein Wasser mögen, richtig? Oh, Schatz, ich hätte es fast vergessen. Deine Medizin brauchst du ja. Wieso nennt er mich Schatz? Einiges ist für dich immer noch unsichtbar, siehst du? Hier, geil, ich habe wieder meine Pillen, Leute. Ja. Ich bin immer noch krank, ja. Ach ja, übrigens, tut mir leid. Ich musste irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommen. Schon okay, ich habe die Falle in einer Sekunde so besiegt. Wie auch immer, ich hole die Feuerbeeren und das Wasser. Bis gleich. Super, ich bereite die Maschine vor.
muss ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich heim will. Oh mein Gott. Ich sehe ganz deformiert aus. Ich frage mich, ob diese Fran nur von woanders ist. Wer hat dich hergebracht oder besuche ich dich in einer anderen Realität? Boah, das ist so gruselig, diese Welt. Wow, so viel Haare und so glänzend. Als ob ich eine Zauberhaarwelt wäre. Kann ich das irgendwie aufschnitzen? Negativ. Ich finde es so geil, weil ich vor Pädophil ist. Das sind die Bären. Oh, shit. Raus hier, du betrittst mein Gebiet. Huch, Entschuldigung, ich dachte, du wärst tot. Wie kannst du nur so etwas denken? Du hast keine Manieren, junge Dame. Das tut mir sehr leid, aber du wirkst so verrottet und blutig. Ich verrottet und blutig? Ich glaube, du missverstehst die Situation. Warum sagst du das, Herr Elch? Herr Elch, ich bin kein Elch, ich bin ein tödlicher Wurm. Wie bitte? Ein tödlicher Wurm? Nein, nein, kein tödlicher Wurm, ein tödlicher Wurm. Ich bringe niemanden um. Ich gebe der Erde das zurück, was sie genommen wurde und nicht mehr benötigt wird. Aber ich sehe nur einen sprechenden Elch. Ach ja, hier. Hier unten, Wesen, siehst du mich nicht. Ich bin Fran. Hallo Fran, darf ich fragen, warum du den Elch angefasst hast? Normalerweise fassen nur blindere tote Tiere an. Bist du einer? Nein, ich wollte nur sehen, ob ich draufklettern kann, um vielleicht an die Feuerbären zu kommen. Verstehe, das könnte klappen. Der Elch ist immer noch sehr, sehr stark. Aber die Feuerbären brennen, du kannst sie wehtun. Ja, ich sehe das Feuer, aber ich muss sie irgendwie bekommen. Viel Glück dabei, kletter hoch. Danke sehr. Ich brauche Wasser. Dankeschön, Twitch Unlogisch. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinem Arm das Pferd fraß Kot. Okay, ich brauche Water. Ich brauche Water. Okay, erstmal runter. I need water. Hölle. Ach, hier geht's zur Hölle. Wow, Sophia. Also ist mein Zuhause die Hölle? Hallo, ihr seid glänzende Insekten, die wegen der Neugier an Bäumen hängen geblieben sind. Wir bleiben öfter hängen, ja. Woher weißt du das? Bist du keiner von uns? Ich habe schon mal jemanden von euch getroffen. Ich habe ihnen aus der Neugier geholfen. Ah, das ist sehr nett von dir. Neugier führt uns zur unerwarteten Situation. Ja, ich glaube, Neugier ist etwas Gutes. Naja, haben wir vorhin in dem bestimmten Horrorspiel gesehen. Überhaupt nicht. Versuchen nur unser Haar zum längsten Haar der Welt zu machen. Wow, das klingt toll. Viel Glück. Ich muss jetzt los. Kann ich dir nicht irgendwie helfen oder so? Ich brauche Wasser, Mann. Wo kriege ich Wasser her, verdammt? Hier? Olla, ich brauche Wasser. Wenn du oben bist, mach die Pillen weg. Ah, geht es? Ernsthaft, geht es? Da bin ich dann wahrscheinlich auf dem Baum, oder? Weg da, Plünderer! Nochmal klettern. Mach ruhig. Ich dachte nicht, dass es geht. Ach so, die ist ja auf dem Baum. Okay, verstehe. Kann sich abreißen, sie hängen sehr fest. Okay. Ja. Sehr gut. Ach du, kann ich meine Höhe nicht. Okay, danke schön. So, ganz nach rechts laufen, eine rote Pille einwerfen, den Eimer den Insekten geben. Ah, merci, mein Freund. So. Würdet ihr mir erlauben, diesen Eimer mit an euren wunderschönen Haar zu hängen, bitte? Einen Eimer an unsere Haare hängen? Warum? Das klingt verrückt. Das ist gar nicht verrückt. Ich brauche Wasser von da oben, aber ich komme nicht ran. Ich muss euer wunderschönes langes Haarseil benutzen. Bitte helft mir. Okay, wir helfen dir. Mach den Eimer schon fest. Okay, danke schön. Ach so, okay. Auch geil, danke schön. Der Eimer ist jetzt voll Wasser. Oh, danke schön, glänzendes Insekt. Zu Hause ist dort, wo wir alle gern hingehören würden. Verstehe ich nicht. Tut mir leid, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nur sagen, dass du dein eigenes Zuhause bist. Ich heiße dich selbst willkommen. Du wirst viele Türen finden, die du öffnen kannst. Oh, das klingt mysteriös und wunderschön. Ich versuche das ein andermal. Tschüss. Geil. Danke, Leute. Ihr seid ja die Besten. Vielen Dank. Ihr seid mir ja kleine Käpsele hier. Das ist so gruselig, Mann. So. Kann man das kombinieren? Nee. So, hier erstmal, Kerle. Edward, hier ist der Eimer Wasser. Oh, du meinst Lucifons? Die sind echt nett, ja, aber nur wenn man sie in der Realität sieht.
Sie sind gefährlich, wenn du sie in der fünften Realität triffst. Sie können dich verbrennen. Wow, mich verbrennen? Naja, ich war noch nie in der fünften Realität. Ich empfehle dir es nicht. Was dort sinnvoll ist, könnte deine schlimmste Erfahrung werden. Oh, ich habe vergessen, dir für das Wasser zu danken, Friend. So, jetzt kommt es hier. Ich habe die Feuerbären. Exzellent, die werden genügen. Danke, die Fimas. Fran, es ist 2.34 Uhr, die Reise beginnt. Gehen wir in die Maschine. Geil, ich bin gespannt. Wieso klingeln bei mir jetzt noch kleine Kinder? Es ist nicht zu spät. Wie geil, echt? Das erinnert mich gerade an Mario Odyssey. Nächste Woche spielen wir übrigens Luigi's Mansion 3. Es ist 2.36 Uhr. Wir haben eine große Chance, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Wir sind bald auf dem Weg in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Vielleicht wäre ich aufgeregt, wenn ich mehr über die Realität wüsste. Das wirst du bald verstehen. Die Antworten sind nicht leicht zu zähmen. Oh, das klingt irgendwie komisch. Zeit geht vorbei, wie sie muss, damit du am Leben bleibst. Wenn alles jetzt passieren würde, würdest du wohl explodieren. Willst du mir sagen, dass die Antworten, die ich suche, zu mir kommen, wenn sie wollen? Nicht ganz, weißt du was? Ich sollte besser sagen, durch die Zeit musst du entdecken und erfahren, um zu verstehen. Das heißt, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo sie zu finden sind. Ah, verstehe. Tja, jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste, was du tun kannst. Sei neugierig und du wirst immer überrascht. Aber nun, Fran, wir müssen Dinge erledigen. Reden bringt dich nicht nach Hause. Welche Dinge? Die Maschine muss ein wenig gewartet werden und ich glaube, du würdest das toll machen. Hier sind die Feuerbären und das Wasser, das du gesammelt hast. Du musst die Wasserpumpe wieder ans Laufen kriegen und den Treibstoff mischen. Du findest alle Informationen, die du brauchst, wenn du in den Raum links gehst. Aber du darfst auch in jeden anderen Raum gehen. Ich werde damit beschäftigt sein, den Autopiloten einzuschalten. Aber wenn du eine Frage hast, ich bin da. Ich habe das noch nie getan. Das macht es noch aufregender. Viel Spaß, Liebes. Okay. Okay. Aber auch noch Süßigkeiten hier. Ach, wie lieb von dir. Ih, was ist denn das? Füße. Ein Fuß mit einem Schuh ohne... Das ist schon wieder der Ether-Sprache. Ich kann es nicht verstehen. Hat der... Ist das Fleisch? Fußfleisch an der Fußsohle? Hm. Hat er das etwa an? Das ist ja ekelhaft. Hm, bei dieser Musik denke ich an Gabeln. Ich frage mich, was diese Maschine macht. Vielleicht sollte ich den Knopf drücken. Okay, wir gucken erstmal alles an. Okay, aber zuerst würde ich gerne mal hier gucken, wie es aussieht, wenn ich die Pille fresse. Oh Gott, das ist Psycho. Okay, tschüss. What the fuck? Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Okay, das ist gruselig. Wow, das ist ein Kreisel. Ich glaube, das hier ist der Motor. Negativ. What? Muss ich das nicht hier benutzen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich bin gar nicht müde. Ah, es macht mich wütend, wenn es nicht klappt. Hä? Oh nein. Was ist da in der kleinen Flasche? Gucken wir mal. Hm, AFM fehlt. Was? Ach, hier. Oh Gott, Leute, da müsst ihr mir helfen. Bin sowas voll der Noob. Aha. Mami? Deine Stirn glänzt. Aber so, dass man auf dem Spiel in der Stirn... Echt, glänzt sie so? Oh ja, stimmt. Sorry, hier ist sau warm. Jetzt, glaube ich, gerade 35 Grad gefühlt. Schau dir mal die Papiere bzw. Plakate an. Okay, mache ich gleich. Was ist eigentlich das für eine Psychokatze immer? Hm, abgeschlossen. Tür ist zu. Hallo? Irgendwas scheint zu fehlen. Diese Lampe sieht aus wie ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln. Süße Bären, sie halten Händchen.
Ich frage mich, was diese Maschine zählt. Das ist nach dem mathematischen Problem. Okay, ich mach mal. Ich fress mal meine Pillen. Oh nein, das sind die ja schon wieder. Seid ihr, um Edward zu töten? Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Gar nicht. Okay, oh krass, okay. Ich hab die gehasst, die Dinger. In einer Welt, das Dunkel und Licht. Wollten sich zwei kleine Schwestern ihre Anmut stehlen. Aber keine der beiden konnte entscheiden, ob was sie taten, war richtig oder nicht. Mia wurde wütend und Clara war traurig. Weil sie verrückt waren, glaube ich. Oh, verrückte kleine Mädchen. In ihren Köpfen. Edward, das Wesen der Nacht. Er erschien immer in Träumen oder Realität. Lehrte den Mädchen die Pracht der Dualität. Aber was sie nicht verstanden, in Edward einen Freund sie fanden. Edward war die Verbindung zwischen Licht und Dunkel. Er war grau. Aber Clara und Mia entschieden sich, Edward ein für alle Mal loszuwerden. Was, warum das? Stirb, stirb, sagten sie zum Wesen der Nacht. Doch haben sie sich gegenseitig umgebracht. Ach so. Tot und fort. What? Die Schwestern beklagten sich übereinander. Es ist alles deine Schuld, Clara. Es ist alles deine Schuld, Mia. Dann besuchte Edward sie ein letztes Mal. Und er sprach: Ihr beide seid gefangen. In der Welt der Trennungen. Aber ich gebe euch eine Chance. Die Welt war gemein zu euch. Man nähte eure Körper zusammen, um zu beweisen, dass es geht. Sie gaben euch einen Spiegel, um euch zu vergleichen. Das ist krank. Ich gebe euch nur das, was ihr schon habt. Und eine einzige kleine Chance, den Sinn des Lebens zu verstehen. Aber die Uhr tickt. Ihr habt Zeit, bis eine schwarze Katze verschwindet. Oh oh. Und die magische Tür des Brunnens geöffnet wird. Oh, das war ja ich. Finn. Ende. Okay. Whatever. Whatever. Viele Schuhe. Kann ich da hinten nicht lang? Da ist eine Katze rangeradelt. Scheinbar kann das nur von außen geöffnet werden. Ui. Die sind voll gruselig. Ich finde die Zwillinge richtig spooky. So, okay, ich muss das jetzt hier irgendwie mixen, ne? Aber was soll die hier? Sekunde. Muss ich die irgendwie umbringen? Okay, war ja nur... Warte mal, da liegt doch ein Auge. Ein Schlauch. Ah. Das ist echt gruselig, Mann. Nee. Sie ist fertig. Sie hat fertig. Beim Boiler, der orangene Hebel muss waagerecht sein. So. Wie geht es nicht? Ah, jetzt. Komisch, dass es jetzt geht. Okay, na endlich, du Sack. Fran, ich habe es geschafft, den Autopiloten zu reparieren. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Ihr habt das ganz gut hinbekommen. Sehr gut, Fran. Alles scheint perfekt zu funktionieren. Ja, alles sieht super aus. Was tun wir jetzt?
Naja, ich wollte dich fragen, ob du Angst hast vor Hasen. In einem der Räume ist ein kleiner Hase und ich habe große Angst vor ihnen. Würdest du mir helfen, ihn loszuwerden? Ein Hase? Da kommt wohl auf den Hasen an. Bei allem, was ich gesehen habe, kann ich mir nicht nur eine Art Hase vorstellen. Das ist ein Schokohase oder ein mit Hörnern oder bösen Augen? Das musst du selbst sehen. Er hat eine rosa Nase und blaue Schuhe. Er sitzt einfach da, blinzelt nicht, bewegt sich nicht, starrt nur vor sich hin. Das klingt wirklich gruselig, aber ich muss ihn sehen, sonst weiß ich es ja nicht. Du bist sehr mutig, Liebes, folge mir. Oh Gott, ich bin so ein Psychohase jetzt, oder? Ich werde mit euch ein Psychohase. Siehst du, er sitzt einfach da. Ist das nicht komisch? So wie ich das sehe, ist das nur ein Spielzeug. Das wird sich nicht bewegen. Würdest du bitte versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Okay, ich nehme den Hasen und zeige dir, dass du keine Angst haben musst. Warte mal, ich will mal sehen, wie der aussieht, wenn ich die Pille nehme. Okay, er sieht immer noch normal aus. Okay. Okay. Siehst du, nur ein flauschiger Hase, nichts von dem er Angst haben sollte. Oh, du hast recht, Friend, ich muss keine... Was? Geh nicht bis zum Midnight, das ist nicht online. Was? Mann, warst du Edward erschreckt? Naja, du bist sehr süß. War das jetzt nicht... Er hat doch den jetzt Oh nein, ich spiele die Scheiße. Er hat doch... Ey, hat meine... Das nächste Rätsel ist so abgefuckt. Okay, dann dürft ihr mir direkt mal helfen, Leute. Help me! Inna. Also ich denke, das ist das Erste. Edward hat ein Papierschiff gebastelt. Ein Bleistift. Den brauche ich nicht. 3. Okay, ich denke, das sind die Stationen. Ich muss zuerst das machen hier, oder? Also ihr dürft mir gerne helfen, Leute. Ich denke, dass wir das hier zuerst machen müssen. Oh Gott, der Hase, Alter. Was ist denn das? Oh, ein mechanischer Hase. Nicht sehr süß. Okay. Bitte? Was ist, wenn ich das drücke? 9. Hast du einen Schraubenzieher? Nein. Da ist doch einer. Ah, okay. Damit mache ich jetzt wahrscheinlich erstmal die Dinger hier auf, oder? Aber warum ist der jetzt so abgehauen? Ich glaube, der ist böse. Oh nein, Hilfe. Da liegen überall Zahlen im Raum. Weiter weiß ich nicht mehr. Mr. Midnight! Du kannst den Hasen mit einem... mit einem Schraubenzieher öffnen. Hier fehlt etwas. Okay, ich muss den jetzt mit dem Schraubenzieher öffnen. Okay, nee, geht nicht. Da ist aber auch eine Zahl drunter. 8. Oh, schau mal an. Geil. Was kommt da rein? Okay. Okay, es hat geklappt. What the fuck? Und jetzt? Was hat das jetzt bezweckt, verdammt? Du brauchst eine Batterie. So. Um Edward und Mr. Midnight. Denen geht's gut. Süß, mach dir keine Sorgen. Okay, und jetzt, wie geht's weiter? Ah, okay. Ah. Oh Gott, was ist denn das? Das sind meine Eltern. Seid ihr? Oh mein Gott, das ist so weird, ey. Mami, Papi, wer hat euch das angetan? Warum seid ihr hier? Bitte sagt's mir. Mami, Papi. Oh Gott, das ist so krank. In welche Richtung soll denn der Scheiß gehen? Was ist, wenn ich...
Gott, es gibt so viel. Oh, es ging. Ach krass, danke schön. Ich glaube, damit haben wir jetzt so einiges übersprungen. Kann das sein? Warum kann ich da nicht rein? So, jetzt. Hallo? Ich sehe nichts. Ich sehe so schlecht, es ist dunkel. Okay. Überraschung, Fran. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So eine Scheiße. Eine Geburtstagsparty. Wow, ich dachte, du wolltest mir Mr. Midnight töten. Du hast gelogen. Ja, wir haben dich angelogen, deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen musste, meine Freundin. Wir wollten dich überraschen, meine liebe Fran. Komm und iss Kuchen. Okay, danke, Kätzchen. Du hast mich wirklich überrascht. Danke, Edward. Wie krank. Dieser Kuchen ist aus all dem gemacht, was du magst. Mr. Midnight sagte mir was. Und wir haben etwas ganz Besonderes für dich. Von allem aus dem Schiff. Das heißt, alle, ob geboren oder hergestellt. Hier bitte sehr. Ich hoffe, du findest es sehr lehrreich. Ach süß, was ist denn das? Wow, das Geschenkpapier ist ja toll. Kann ich es bitte aufmachen? Ja, mach schon auf, öffne das. Wie lieb. Ich dachte schon, der will uns Böses. Oh, das ist die Katze, die wir immer sehen. Oh, meine Katzenpuppe. Vielen Dank. Ich liebe sie. Sie könnte deine Augen und eine neue Sichtweite geben, weißt du? Wie in der Urrealität. Ist das das, was passiert, wenn ich die rote Pille nehme? Ich sehe dann die Urrealität. Das kommt darauf an. Möchtest du Erklärungen? Ja, bitte. Ja, schau mal, was du siehst, ist eine Mischung verschiedener Realitäten. Und die Urrealität ist wie einen unsichtbaren Raum, in dem alles gleichzeitig existiert. Zum Beispiel haben wir genau in diesem Raum Zeitkoordinate eine Geburtstagsparty. Aber in der Urrealität passieren die ganze Zeit andere Dinge. Langsamer, schneller oder einfach unsichtbar für das menschliche Auge. Nur durch die Zeit können Menschen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definieren. Dinge definieren schottet die Realität ab. Es gibt den Menschen eine Chance, ihre Umwelt zu verstehen. Du hast eine andere Wahrnehmung der Umgebung. Sie ist nicht an Definition gebunden. Verstehst du, was ich sage? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich fühle mich schwindelig. Urrealität. Danke für eure ganze Hilfe. Seid voll lieb. Ahaha, das könnte an Auf und Ab des Schiffes liegen. Puste die Kerze jetzt aus, Liebes. Wir sind fast da. Du meinst, wir sind gleich zu Hause? Hast du das gehört, Kätzchen? Ja, wir sind gleich da. Wirklich? Wow, wie aufgeregt. Okay, los geht's. Wie alt bin ich denn geworden? 1, 2, 3. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, was passiert, Miss Midnight? Geht es dir gut? Mir geht's gut, aber ich hoffe, das Schiff geht nicht kaputt. Es klingt gefährlich. Fran, du musst mir helfen. Ich muss die Maschine wieder steuern. Der Autopilot wurde von den Kamas zerstört. Einer lebt noch. Du musst ihn loswerden. Finde ihn, schnell. Wie mache ich das? Wasser, das Säubert, beeile dich. Vergiss nicht, er versteckt sich vielleicht. Oh Gott, das ist gruselig. Oh mein Gott, Kätzchen, ich habe Angst. Ich auch, meine Fran. Wir müssen den Kamal finden. Ich hoffe wirklich, dass das Wasser ihn zerstört. Gehen wir. Voll gruselig. Wahrscheinlich finde ich den nur hier, oder? Okay, der versteckt sich. Ich finde es richtig eklig, dass er sich versteckt. Ach, hier ist er doch. Könnte klappen, wenn ich Wasser auf einmal hätte. Scheiße, wo finde ich Wasser? Da war doch vorne irgendwas. Leiter hoch, genau, Ventil drehen. Sehr gut. Schnell, 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 schnell. Wassersymbol. Ich glaube, es ist mit etwas verbunden. Aber mit was, verdammt? Leiter hoch, Ventil drehen, bis die Kanne nach links zeigt und einmal drunter stellen. Wie soll man denn da drauf kommen, ey? Wenn ich euch nicht hätte, Leute, ey. Yeah. Dankeschön, meine Lieben. Vielen, vielen Dank, Scout. Und Dankeschön an Copaden.
So, weg mit dir. Du Lappen. Arg, lauf nicht weg. Wo gehst du hin? So gut, wenn er wegläuft. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich kann dir jetzt nicht helfen, Fran. Ich muss mich auf die Steuern konzentrieren. Aber ich kann den Karma nicht finden. Wir haben ihn doch gefunden, weil er sich versteckt in die Urrealität. Haben wir doch. War er das nicht? Team Nacht aktiv, aber voll. Hä? Wir haben ihn doch gefunden. War er das nicht? Der Wirbel, ein Ventilator. Das fasse ich nicht an. Das kann wehtun. Was für eine Unordnung. Ja, der ist ja hochgegangen. Der Kemal. Ach, da ist er ja. Hä, mein Eimer ist weg. Bitte beweg dich nicht. Ich muss Wasser auf dich schütten. Mein Eimer ist weg. Ach so. Ja, und jetzt bitte? Ich möchte. Hä? Kann er auf ihn richten? Ja. Und dann Hebel drücken. Was für ein Hebel? Wo ist denn hier ein Hebel, Leute? Ach, Katze. Weißt du, ich komme in die Urrealität und die leckt sich erstmal zwischen den Beinchen. An der rechten Seite. Ich kann das gar nicht sehen, an der rechten Seite. Ach hier, oh Gott, das ist ein Hebel. Ah, okay. Yes, danke, Leute. Oh Gott. Nein. Stirb endlich, Mann. Ich glaube, ich habe den Karma losgeworden. Ich bin die Beste. Ich soll zurück zu Edward. Danke, Leute. Danke, 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 danke. Edward, wir haben es geschafft. Der Karma ist weg. Er ist weg, ja, aber es ist zu spät. Ich kann dich nicht nach Hause bringen. Wir stürzen ab. Nein, bitte nicht. Sag das nicht. Das ist nicht fair. Nicht fair. No. Ich werde immer auf dich aufpassen, Liebes. Oh, wie traurig. Raus mit den Viechern. Oh Gott. Und das Schiff stürzte ab, bis es zerstört war. Alles war zerstört. Ende. Nein. Aber das ist ein sehr trauriges Ende, Edward. Erzähl mir bitte noch eine Geschichte. Na gut, das ist die Geschichte von Franbone und mir. Als sie mir versprach, niemals mich oder die Magie in allem zu vergessen. Hehe, versprochen, Edward, ich werde dich nie vergessen. Gut, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Bin ich nicht der, der irgendwie die Kinder in den Tod begleitet? Erwarte mich in deinen Träumen, meine Freundin. Die Katze ist süß. Kapitel 4, Teil 2. Das Rezept des Doktors. Er ist einfach Slenderman. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Edward. Autsch. Kätzchen, wir leben noch. Oh Gott, ja, wir leben. Aber Edward ist weg. Aber er hat uns nach Hause gebracht. Wir sind vor der Stadt, Fran. Ich kann es riechen. Bist du dir sicher, Kätzchen? Sind wir schon zu Hause? Ich dachte, du würdest dich mehr freuen. Was ist los? Es ist nur, ich frage mich, wo Edward ist. Ich wünschte, er hätte sich verabschiedet. Vielleicht kannst du ihn mit Hilfe der Medizin wiedersehen. Ja, Kätzchen, aber ich habe schon alle Pillen genommen. Siehst du, die Flasche ist leer. Naja, gehen wir nach Hause. Vielleicht kommen mich Edward eines Tages besuchen.
Sad. Oh mein Gott, das ist unsere Straße, Kätzchen. Ja, das ist sie. Oh. Hier sind wir. Sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, da muss irgendwo der Schlüssel sein, ne? Ah, ich habe den Schlüssel. Aber ich habe keinen Schlüssel. Weil der Zettel ist auch von mir. Scheiße. Habe ich ihn vielleicht? Ach, hier wahrscheinlich, oder? Ich frage mich, warum Pollard mir das gegeben hat. Ich kann es nicht öffnen. Ah, ich muss hier hoch. Oh, das Fenster in meinem Zimmer. Die Vorhänge wehen wie eine Flagge. Das ist mein Haus wie ein Schloss. Wie interessant. Ah, da muss ich bestimmt hochklettern. Ich erinnere mich. Kann ich da nicht hochklettern? Kind, denk doch mal mit. Mädchen, kletter da hoch, Mensch. Oh, eine Leiter oder so. Hallo, je. Ach, kann ich ihn... Kann ich Midnight hochschicken? Midnight, Mann, geh da hoch! Das Fenster in meinem Zimmer. Midnight, red mit mir. Ich will, dass du da hochgehst. Ich kann dem... Ach so. Oh! Ein Schlüssel. Der ist wahrscheinlich da drin, oder? Oh, wie kommen wir da rein? Ich will da rein! Oh. Erst die Blumentöpfe untersuchen, habe ich schon. Darauf steht, ich habe den Schlüssel gezeichnet, Fran. Das bin ich. Den Efeu habe ich auch schon angeglotzt. Die Blumen sind ziemlich tot, die Armen. Ich hoffe, es regnet. Hm, vielleicht kann ich bald Blumen einpflanzen. Du hast den Tisch schon, aber hast ihn nicht? Das klingt sehr seltsam. Ganz komisch, ich habe eine Notiz gefunden und weiß nicht, dass ich geschrieben habe. Aber jetzt, um da einzukommen, musst du hochklettern. Dankeschön. Ah gut, du wünschst mir viel Glück. Du schaffst das schon. Komisch, ging gerade die ganze Zeit nicht. Bis in Midnight, hörst du mich, Kätzchen? Öffne die Tür. Oh nein, der Doktor. Fran, ich kann es nicht glauben. Du lebst, so warst du. Dr. Dean, mir geht es gut. Bitte bring es mir nicht zurück. Ich habe dich so lange gesucht. Wie konntest du entkommen? Ich kam durch die gelbe Tür. Aber warum bist du draußen? Ich habe den Schlüssel nicht, aber Mr. Midnight ist drin. Er ist hochgeklettert und durch das Fenster im zweiten Stock geschlüpft. Mr. Midnight, ist das nicht deine vermisste Katze? Ja, wir haben uns am Ende gefunden. Darf ich fragen, warum sie hier sind? Komisch, dass die Katze gerade jetzt weg ist, wo er ihr eigentlich zeigen kann, dass sie vielleicht gar nicht da ist. Ich kam her, um Grace zu treffen. Ich muss ihr etwas Wichtiges sagen. Ich glaube, sie ist nicht zu Hause. Nun, vielleicht ist es besser so. Du wirst mit mir kommen müssen. Nein, ich verlasse mein Kätzchen nicht noch einmal. Warten wir, bis der die Tür öffnet. Fran, ich glaube nicht, dass deine Katze drin ist. Das ist unmöglich. Ich sage ihm die Wahrheit. Er ist drin. Er macht gleich die Tür auf. Hör auf, Fran, sieh es ein. Deine Katze ist tot. Du musst jetzt mit mir kommen. Oh nein, nicht wieder zurück in die scheiß Anstalt. Nein! Ich glaube, die Katze ist tot. Ich vermute, dass die Katze tot ist. Tut mir leid, Fran. Ich will dir nicht wehtun oder Angst einjagen. Ich mache mir nur Sorgen um Mr. Midnight. Ich habe ihn wegen Ihnen verlassen. Lebt er wirklich noch? Natürlich lebt er. Warum sollte ich nicht lügen? Das fühlt sich alles so falsch an. Weißt du, Fran, ich wurde der Anstalt verwiesen, weil ich zu viel wusste. Ich habe Dinge herausgefunden, die ich noch nicht verstehe. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Schau dir diese Dokumente an. Was? Mami und Papi, es tut mir so leid, was euch geschehen ist.
Ich werde das Monster finden. Ich weiß, dass es euch getötet hat. Warum sollten sie so etwas über mich sagen? Die Welt ist voller Lügen. Oh, Mami und Papi, es tut mir so leid, was euch geschehen ist. Erzähl der Zeitung von Franbow. Sie wurde im Wald gefunden, erfroren. Sie lief von zu Hause weg, als sie herausfand, dass ihre Eltern ermordet worden sind. Fran hat nun keine Schmerzen mehr. Wir hoffen, du triffst deine Familie wieder im Himmel. Martin und Lucia Bow wurden am Anfang der Woche brutal ermordet in ihrer Wohnung in der Hay Street aufgefunden. Der Polizist Marco Hulmer sagte, es machte den Eindruck, als ob die Körper perfekt zerschnitten wurden. Der Schnitt zeigte keinerlei Zeichen von Gegenwehr der Opfer. Die Polizei befragte Grace Lucias Zwillingsschwester, aber die Polizei bekam keine nützlichen Informationen. Das Nesthäkchen der Familie Franbow wurde einen Tag nach dem Mord an ihrem Elternwald aufgefunden. Sie erfror. What the fuck? Also bin ich doch tot. Aber ich bin nicht tot. Das sind alles Lügen. Das sehe ich. Ich habe auch herausgefunden, dass deine Medikamente vertauscht wurden. Dir wurden neue Variante Dotine gegeben. Als ich mir das im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplomatin-Werte zu hoch. Das kann nicht gut sein. Ektoplomatin erschafft eine Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Problem ist, wenn das Ektoplomatin zu hoch ist, ist die Tür zu breit. Und das führt zu großer Verwirrung in deinem Gehirn. Eine große Gehirnverwirrung? Ich bin etwas verwirrt, ja. Aber das liegt an all den neuen Dingen, die ich hier sehe und fühle. Was meinst du damit, Fran? Ich sehe die Ultrarealität und ich reise in eine andere Welt. Ultrarealität? Das müssen Folgen von Dotine sein, sonst nichts. Das stimmt nicht. Wenn ich noch mehr Medizin hätte, könnte ich es ihnen zeigen. Du brauchst die Medizin nicht mehr. Außerdem ist das alles nur in deinem Kopf, Fran. Alles in meinem Kopf, sagen sie? Das könnte ich es vielleicht kontrollieren. Ich meine damit, dass du dir die Dinge einbildest. Das ist alles. Oh Gott. Ich habe versucht, meiner Mutter die Wahrheit zu sagen, aber Vater würde ihr wehtun. Ich will meinen Vater nicht wieder mit dem Messer spielen lassen. Meine Arme tun weh. Oh, hat ihr Vater ihnen mit dem Messer wehgetan, Doktor? Was? Wer hat dir das erzählt? Sie oder etwa nicht? Ich habe gar nicht darüber gesagt. Oh mein Gott, dann stimmt das also. Okay, bitte konzentrieren wir uns. Aber sie hören mir nicht zu. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Die Schwestern, Oswald, wer weiß? Ich weiß es nicht. Es ist das große, schwarze Monster Remor. Er nahm mir meine Eltern und jetzt jagt er mich. Er will mich tot sehen. Ich wünschte, ich wäre in Etherstar geblieben. Wovon sprichst du bitte, Fran? Ich habe mich nie von Edward oder Palantras verabschiedet. Palantras, Edward, bitte, Fran. Palantras ist der Arzt von Itra. Er kann fliegen, sehr flauschig. Und Itra ist mein treuster Freund. Scheinbar hast du in einem Märchen gelebt. Es war nicht mehr immer alles gut. Die Zwillinge sind fort wegen mir. Ich soll aufhören zu reden. Ich habe gesehen, wie ich Mr. Midnight getötet habe. Und Mama und Papa sah ich auch. Die Zwillinge? Welche Zwillinge? Die Mädchen, die aneinander genäht wurden. Aneinander genäht? Das erinnert mich an den Fall von Clara und Mia. Zwei Mädchen in der Anstalt. Sie sagen, sie sehen eine Kreatur namens Edward oder so. Edward, ich glaube, das verstehen sie falsch. Edward ist richtig. Was geschah mit den Mädchen? Dr. Oswald experimentierte mit ihnen, er nähte sie zusammen. Hauptsächlich, um die Reaktion der DNA zu sehen, aber nichts geschah. Ein paar Monate später starben sie und ihre Körper wurden in einen Brunnen geworfen. Das ist ja schrecklich. Sie können mich nicht zurück in diese Anstalt bringen. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich habe dich mitgenommen, damit du mir hilfst. Vielleicht finden wir etwas, das uns zu dem Verantwortlichen dieser Schande bringt. Danke, Doktor. Vielleicht hatte Plantas doch recht. Sie sind kein böser Doktor. Sie sind nur ein alter Mann, der den Regeln folgt. Den Regeln folgen? Tja, heute Nacht nicht. What the fuck? Oh yeah, hier wären wir. Aber das ist der Friedhof, was tun wir hier? Das wirst du schon noch sehen, komm mir nach. Folgt bitte niemals alten Menschen auf den Friedhof, Leute. Hier ist die letzte Ruhestätte deiner Eltern und deine auch. Was? Warum? Sie haben sie mich hierher gebracht? Tut mir leid, Fran, aber die Dinge sind, wie sie sind. Deine Eltern wurden ermordet. Wenn wir wissen, wer sie getötet hat, kann uns das helfen, die Dinge richtig zu stellen. Was meinen Sie mit richtig? Ich meine damit, dass wir, wenn wir die Schuldigen finden, Gerechtigkeit erleben werden. Mit dem Gesetz können wir so etwas bestrafen und andere davor schützen, verletzt zu werden. Ich verstehe. Und wobei brauchen Sie meine Hilfe? Um Hinweise und Beweise zu finden. Wir müssen die Särge öffnen. Okay, ich helfe. Vielleicht kamen die Tödlichwürmer schon. Wer? Wie auch immer. Wir brauchen Schaufeln und Graben. Ich gehe nach links und du nach rechts. Wir sehen uns genau hier in ein paar Minuten. Ah, okay, Dr. Dean. Okay. Kann ich auch meine... Ich habe keine Pillen mehr, ne? Oh, stimmt, den Titel. Der Titel ist, passt doch. Ach so, Halloween Stream. Ach, ich lasse es mal. Das ist wurscht. Wenn ich jetzt raustappe, dann gibt's wieder Struggles. Aber Dankeschön, Törtchen.
So. Kein Name, keine Blume, vielleicht niemand? Ach, es klemmt. Das muss der Schaufellagerraum sein. Nun, es muss einen Weg geben, ihn zu öffnen. Okay. Habt ihr eine Idee? Habe ich irgendwas im Inventar? Nee. Nee, der Stream hat gerade erst angefangen. Oh, eine Kerze. Kann ich die bestimmt anmachen, oder? Lucia, Martin, Lucia, Franbow. Hä, wir sind alle am selben Tag gestorben? Nee, aber ich bin doch eigentlich einen Abend später gestorben. Okay. Kann ich nicht irgendwie die Kerze anzünden? Ja, doch viel schöner schon. So. Ich frage mich, was die Frau in ihren Händen versteckt. Oh. Vielleicht muss ich sie anzünden. Bestimmt den Schlüssel. Wow. Hallo Steinfrau, bist du müde? Oh, ein Brecheisen. Genau, das brauchen wir doch. Sehr gut. Hier haben wir vorhin alles schon gelesen. Okay, dann können wir damit jetzt nämlich die Tür öffnen. Eine Klassenarbeit. Oh nein. Warum ich nachts streamen kann, weil ich in Australien bin und bei mir ist jetzt 10 Uhr morgens. Oh, es klemmt. Benutzen. Oh nein. Psst, du musst leise sein, Fabio. Aber ich bin nicht Fabio, ich bin Fran. Hallo, kleiner Kiefernzapfen. Wie? Oh, was? Oh mein Gott, ein Riese. Oh, bitte keine Angst, ich tue dir nichts. Ich dachte, Riesen können uns nicht sehen. Ich glaube, ich kann dich sehen, weil ich sehr große Augen habe, siehst du? Ah, verstehe. Ich bin übrigens Sebastian, der Sammler des Stamms. Der Sammler des Stamms? Das klingt aufregend. Im Moment versuchen wir, etwas gänzlich Leder zu finden. Wir brauchen es für ein paar Paarungsritual. I, Leder? Das ist ja interessant. Letztes Mal haben wir Menschenhaut benutzt, aber die Dörrlichwürmer sollten sie zurück. Also suchen wir etwas, das künstlicher ist. Nun, ich hoffe, du findest das Leder. Sebastian, tust du mir einen Gefallen? Kommt auf den Gefallen an, große Dame. Ich frage mich, ob du die Tür von innen aufmachen kannst. Das könnte ich tun, aber wir können uns auch gegenseitig helfen. Bring mir ein Stück Leder und ich öffne die Tür. Okay. Wie soll ich denn das finden? Okay, ich habe schon eine Idee, wo es sein könnte. Kann es sein, dass ich von dem vielleicht was rausschneiden muss? Wozu habe ich ein Video gemacht? Ach so, warum ich in Australien bin. Genau, das könnt ihr gleich mal verlinken. Kann ich das... Ah, siehst du? Hahaha, ich bin genial. Ihr könnt mir auch gerne helfen, Leute, wenn ich mal nicht weiterkomme. Das wisst ihr ja, ne? In Australien habe ich mich schon gewöhnt jetzt, ja. Doch, definitiv. Du hast mich aufgeweckt. Ist die Billy? Muss los, beste Option. So. Benutzen. Hier, bitteschön. Dein Leder. Wow, danke, große Dame. Unser Stamm ist Kiefertastischen. Die Kiefertastischen wird glücklich sein. Und jetzt öffne ich die Tür. Eine Sekunde. Yes, Mann. Autsch. Geht's dir gut, Sebastian? Sebastian? Ach, sag bloß, er ist jetzt gestorben. Okay, ich dachte gerade. Mir geht's gut, ja. Gut, nun, dann danke für die Tür. Gern geschehen. Fabio. Ich will nicht, dass sie... Oh, ich muss los. Gute Nacht. Du bist fies, bei uns ist nur der 14. Ist du billig? Sonst kann ich hier nichts gebrauchen. Das ist überhaupt nicht toll. Ich brauche etwas, mit dem ich graben kann. Was? Das war jetzt von Arsch? Das kann doch nicht sein, oder? Was? Das kann doch nicht von Arsch gewesen sein jetzt. Ah, da. Da bist du ja, Fran. Schau mal, ich habe eine Schaufel gefunden. Graben wir. Sehr gut. Okay. Holy shit, der macht jetzt echt mein Grab auf. Gott, das ist pervers. Tja, jetzt brauchen wir etwas, um die Särge zu öffnen. Sie klemmt. Ich hatte ein Brechdaus in meinem Auto. Ich kann es nicht finden. Ich habe das Brechaußen genommen, damit ich eine Tür öffnen kann. Nein, Fran, aber du hast die Ehre, die Särge zu öffnen. Okay, ich öffne sie. Genau, die Ehre. Oh Gott, Leute, was ist da drin? Welchen machen wir zuerst auf? Komm, wir machen den auf. Ach, die Särge kann man nicht öffnen, die Deckel klemmen. Scheiße, und jetzt? Komm schon, Fran, du musst sie alle öffnen. Ich kann sie nicht öffnen, verdammt. Oh Gott, das ist mein Vater. Oh mein Gott, Papa, der Dörrlichwurm hat deine Augen genommen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, wer dich mir weggenommen hat. Das ist ja voll traurig.
War es das große böse Monster-Puppy? Oh Mama, du bist so dünn. Ein bisschen zu dünn, würde ich sagen. Aber ich glaube, das würde so als Kompliment auffassen, oder? Ist das Bett gemütlich? Naja, süße Träume, Mami. Oh Gott, es ist traurig. Oh, huh. Ich bin nicht im Sarg, super. Aber das kann nicht mein Kätzchen sein. Mr. Midnight ist nicht zu Hause. Armes Kätzchen, hattest du deinen Namen? Hm, ich nenne dich Albert. Oh Gott, die Katze ist auch tot. Hast du etwas gesehen, was du dem Mörder näher bringst? Nein, ich fühle mich nur sehr schlecht dabei, meine Eltern so zu sehen. Die tote Katze ist nicht meine Katze, sie lügen. Fran, wie gesagt, deine Katze war verschwunden und das hier ist sie vielleicht deine Katze. Das kann nicht sein. Ich habe mein Kätzchen gefunden, sie müssen mir glauben. Bringen sie mich nach Hause und ich zeige es ihnen bitte, ja? Okay, Fran, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich kümmere mich darum später, ich muss noch Hinweise finden. Danke sehr. Gehen wir. Ja, und das Grab lassen wir auf, oder was? Oh, das ist voll traurig. Gibt es hier echt nichts für mich zu finden? Nee, voll traurig. Hasse sowas, will es nicht sehen. So. Oh, shit. In die Hände der Dunkelheit entschwunden. Du hast keine Manieren. Ich habe keine Angst vor dir mehr. Ich nahm dir das Licht, die du liebst, die du respektierst und die deren Liebe du dir wünschst. Das ist wirklich... Du zerbrochenes kleines Mädchen. Das Haus des Wahnsinns lädt dich ein. Oh nein, nicht schon wieder. Wenn du die du liebst, finden willst, musst du in der Dunkelheit erwachen. Wach jetzt auf, Fran, wach auf. Kapitel 5. Das Haus des Wahnsinns. Sind wir da jetzt aber wieder? Das ist Karma. Bruh. Bruh. Oh, schau mal. Tante Grace, bist du das? Mein Schatz, du bist endlich aufgewacht. Bist du zu Hause, Liebling? Bin ich? Wirklich? Das ist unglaublich. Ich bin so froh, dich zu sehen. Bitte umarme mich. Bald, mein Liebling. Und wo ist Mr. Midnight? Deine Katze, naja, weißt du, er lief weg nach dem, was er getan hatte. Was, er lief weg, aber was hat er getan? Naja, deine Katze hat meine Schwester und deinen Vater getötet, er ist ein Verräter. Das stimmt nicht, das kann nicht stimmen. Er hat es nicht getan. Egal, ob das stimmt oder nicht, am Ende braucht man immer einen Schuldigen, oder? Und du kannst Mr. Midnight nicht die Schuld geben. Er ist mein bester Freund. Es ist leichter, jemand anderen zu beschuldigen, als selber Verantwortung zu übernehmen, oder? Ich übernehme immer die Verantwortung für meine Taten, selbst wenn sie nicht so gut sind. Du bist ein gutes Mädchen, ruh dich jetzt aus, Schatz, das brauchst du. Aber Tante Grace, verlass mich nicht, warum bin ich ins Bett gekettet? Weil deine Hände schlimme Dinge tun, wenn sie nicht gefesselt sind. Wovon redest du? Mach sofort los, ich muss Mr. Midnight finden. Kleine, kleine, süße Fran, sorge dich nicht um die Lügen. Der Wahrheitssuchende wird immer sterben, weil sich das Böse niemals versteckt. Kleine, kleine, süße Fran, geh ins Bett und schlaf gut und vergiss den Schmerz in deinem Geist. Du wurdest auserwählt zu leiden, zu weinen und zu hassen. Aber die Dunkelheit will dich von allen Schlafenden, vor aller Schande befreien. Schlaf gut, Fran, mein Schatz. Wow, was für eine gute Nachtgeschichte da. Geht's mir doch gleich viel besser. Oh nein, lass mich nicht hier zurück, Tante Grace. Warum verhält sie sich so komisch? Warum gibt's Mr. Midnight die Schuld? Mein Kätzchen kann meine Eltern nicht getötet haben. Seine Krallen sind zu klein und weich. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber was soll ich jetzt tun? Tick-Tack, Tick-Tack, verrücktes Geräusch. Hört niemals auf. Wenn ich so drüber nachdenke, der Ohnmachte sagt er etwas von einer geschichteten Realität. Vielleicht ist noch eine Version von mir hier und eine andere in einer anderen Zeit. Oder vielleicht spinne ich auch, aber wenn es wahr ist, wie kann ich sie kontaktieren? Dr. Dean sagte, dass alles in meinem Kopf ist. Meine Hausschuhe. Oh Gott, die Tür ist auf jeden Fall weg. Oh shit. Und der Wind wehte all den magischen Staub fort. Oh, hallo. Was machst du in meinem Bett? Bist du krank? Dein Bett, das ist mein Bett. Und nein, ich bin nicht krank. Aber du bist angekettet. Bist du ein Hund? Warte, ich kenne dich. Ich bin kein Hund. Und ja, ich bin angekettet. Kannst du mich losmachen? Wow, du bist ich. Das bist du wirklich. Glaubst du, das heißt, dass ich es geschafft habe, die Urrealität zu betreten? Hast du schon Edward getroffen? Er redet immer davon. Ja, ich habe ihn schon getroffen, aber seit dem Unfall habe ich ihn nicht gesehen. Du hattest einen Unfall, dann bist du ja kaputt.
Ich bin nicht kaputt, warum sagst du sowas? Denk mal drüber nach, der einzige Weg in die Urrealität ist, die Augen und Ohren kaputt zu machen. Die physikalischen Grenzen kaputt zu machen. Das klingt extrem. Glaubst du, ich bin tot? Nein, ganz und gar nicht. Sie sagten mir, dass Sterben nur ein Geisteszustand sei. Sie? Wer sind Sie? Alle Wesen, die wir sehen, die Schwarzen, die Weißen. Weißt du, warum wir diese Dinge sehen? Ja, ein Mann namens Leon hat mich einmal besucht und mir alles erklärt. Okay, kannst du mir dann sagen, warum ich diese Dinge sehe? Wie wäre es, wenn ich dir erst die Handschellen öffne? Dann reden wir. Gute Idee. Tante Grace gibt mir die Schuld und den Tod meiner Eltern. Wer ist Mr. Midnight? Was? Das ist unser Kätzchen, weißt du? Unser bester Freund. Ich habe keine Katze. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Wie dem auch sei. Mal sehen, ob ich dich befreien kann. Zufälligerweise sammle ich Schlüssel. Ich bin gleich wieder da. Ach, was für ein Zufall. Hallo, Quinn. Grüße dich. Irgendwie gerade voll, was das Mädchen genommen hat. Voll gruselig, gell? Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ach so, jetzt muss ich die spielen. Ach so. Ah, die Tür ist zu. Habe ich vielleicht... Oh, hier sind meine Schlüssel. Okay. So, die Zwangsjacke, ey. Edward. Ich bin echt gespannt, Leute, wie es ausgeht, ne? Oh, wie süß. So, jetzt benutzen wir mal. Schauen wir mal, welcher Schlüssel. Ich glaube, der kleine, ne? Nee. Ah, aufgeschlossen. Na, no, Brombeere. Das Ende wird cool genug. Danke sehr, Fran. Hehe, du hast wirklich viele Schlüssel da drin. Ja, du nicht? Oh, Fran, bevor ich es vergesse. Palantras hat mir gesagt, dass ich dir das hier geben soll, wenn wir uns einmal treffen sollten. Hier, ich glaube, das hilft dir, etwas zu öffnen. Die kleine goldene... Ah, Pandoras? Kennst du ihn? Wow, danke. Ja, er hat mir auch gesagt, dass du bereit wärst für das, was kommt, wenn wir uns treffen. Was bereit? Sag es mir. Oh nein, ich kann nicht. Sie kommt. Sei still. Oh, oh. Ach, die schon wieder. Komm schon, Fran. Du musst jetzt den Doktor sehen. Holy shit. Nein, geh nicht, kleine Fran. Wir haben Dinge zu besprechen. Die Krankenschwester ist eine böse, böse, böse Krankenschwester. Sie hat in der Zeit über mich gelogen. Egal, ich muss das Monster finden. Es hat bestimmt Mr. Midnight mitgenommen. Aber niemand nimmt mir mein Kätzchen. Niemand! So. Hier, was steht da drin, Leute? Damit kann ich das öffnen. So, die kleine goldene Kiste hat es schwer. All die Schreie und die Popel machen mich verrückt. Ich drücke ihm an den Ohren, erst zweimal links und einmal rechts. Ich reibe sein einziges Auge zweimal, um zu sehen, ob es Tränen gibt. Ich nehme ihn beim linken Ohr und schreie. Hör auf zu weinen, du kleine goldene Kiste. Drück dein Auge nochmal und öffne die Tür. Okay, das muss ich mir abfotografieren. Okay, ich glaube, wir müssen die Kiste öffnen. So. Hier ist es chilliger, hier kann man wenigstens mit unserer Mama reden. Ach, das ist süß. Hallo, Siblu. Hallo an alle übrigens. Schön, dass ihr rübergeflutscht seid. Ich weiß, es ist schon spät, aber... So, also, was war das? Alle schreien, die Popel. Ich drücke ihm an den Ohren erst zweimal links. Einmal rechts. Dann reibe ich sein einziges Auge zweimal. Um zu sehen, ob es Tränen gibt. Ich nehme ihm im linken Ohr und schreie. Höre auf zu weinen, du kleine goldene Kiste, und drück sein Auge, um die Tür zu öffnen. Hat nicht funktioniert. Das ist die Kiste. Hat nicht funktioniert. Aber ich kann ja den Ohren nicht. Wo sind denn die Ohren? Ach, hier. Oh Gott, scheiße, Leute. Okay. Ich drücke ihm an die Ohren erst zweimal links, eins, zwei, einmal rechts. Dann yes, oh mein Gott, sie ist offen, ich bin so toll. Oh, hier steht doch was, schaut mal. Untersuchen. Maku Maku, wach auf, Mutter Maku Mabuka, das gehörnte Kind spielt mit dem Licht. Die Valuka sind wütend und leuchten zu hell. Mutter Mabuka, wach auf, wach auf, wach auf und gib das Kind auf, bevor die Dunkelheit in den Händen des Lichts endet. Mabuka muss aufwachen.
bauen wir die Egaku-Uhr auf dem Rücken der großen Katze. Zu stark sind die Blasen und zu hell ist das Licht, schrie sie. Ich, Makupa, die Mutter der Dunkelheit, werde mein Herz öffnen. Bitte nehmt mein kleines, gehörntes, böses Kind und macht die Lichter aus. Okay, das sind wahrscheinlich die Dinger, die ich jetzt brauche. Warum sollte mir Plantos das geben? Das muss wichtig sein. Wetten, damit kann ich die Tür öffnen? Nein, nichts. Oh, ich hatte eine Freundin. Oh, das ist Alice aus der Schule. Wir spielen gerne zusammen. Ach, das ist süß. Ist das süß, du? Oh, ist das süß. Oh. Überall Katzenhaare. Süß. Meine Schultasche. Kann ich die vielleicht damit öffnen? Meine Luftballons? Hä? Da muss ich doch irgendwas mitmachen können, oder? Sonst kann ich das auch nicht verschieben. Komisch. Also ihr könnt mir gern Tipps geben, Leute, ne? So ist das nicht. Was ist mit ihrem Freund? Hat er nichts dagegen? Der ist doch auch hier. Wegen den sind wir ja hier. Die große Puppe, Papi. Die haben wir gemeinsam aufgebaut. Oh, ein Alien-Magazin. Oh Gott, was muss ich denn hier machen? Es kommt, ich habe Flashbacks von vorhin. Okay. Hä? Muss ich das irgendwie checken? Wieso kann ich die Sachen verschieben? Warte mal, da muss es doch noch irgendein Rätsel dazu geben. Oh, süß, guck mal. Da ist noch ein Hase. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn? Arg, ein Kamal, diese Kreatur. Entschuldigung, ist da unten jemand? Ja, ich bin jemand. Schwarze Katze. Hast du eine schwarze Katze gesehen? Nein, ich habe keine schwarze Katze gesehen, aber etwas Schwarzes nagt gerade an mir und das sehe ich. Ach so, es soll an ihm fressen. Hast du eine schwarze Katze gesehen? Geht es dir gut? Nagt an dir? Das ist bestimmt ein Kamal. Geht es dir gut? Nein, nicht wirklich. Okay. Ich bin traurig. Kann ich helfen? Wirklich? Das klingt vielversprechend. Ich wäre gerne wieder glücklich. Mal sehen, was ich tun kann. Keine Sorge. Wahrscheinlich Wasser auf den irgendwie schütten, oder? Wasserbomben, oder? Bestimmt Wasserbomben. Warte mal. Habe ich hier irgendwo Wasser? Genau, für den zweiten Kanal. Hallo, Dufri. Du musst den Knopf vom Kleid wegmachen. Ja, aber irgendwie ging das nicht. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, helfen. Was muss ich beim Puppenhaus machen? Ich kann den Knopf nicht wegmachen hier. So, und zwar habe ich eine Frage an euch, Leute. So, die Frage lautet, hier seht ihr doch einen Schlüssel. Wieso kann ich diesen Schlüssel hier nicht mit der Katze benutzen? Oh, es geht! Ach shit, jetzt geht's. Holy shit. Got to do it. Ich hab's geschafft. Passt es alles vom Ton? Ach, um Himmels Willen, was ist denn das? Okay. Hallo, lebt hier jemand? Das ist ja voll gruselig. Was für ein großes Auge. Was guckst du dir an? Guckst du dir mein schönes Gesicht an? Ich kenne dich. Du kommst mir bekannt vor. Ja, das sind wir. Bei mir ist 22 Uhr jetzt. Das ist ungewohnt um diese Uhrzeit. Ich weiß. Aber da der Gnu-Papa jetzt gerade schon noch in der Schicht ist und Notfall war, kann ich jetzt hier streamen. Ich frage mich, was dahinter ist. Ein Schlüssel. Oh, okay. Alles klar. Gut. Okay, und die ist auch zu. Okay, das heißt alles zu. Das heißt, wir brauchen mit dem können wir bestimmt irgendeine Tür öffnen. Tatsächlich. Gehen wir hier mal runter. Creepy. Oh, hier ist noch einer. Ich glaube, das ist nicht angemessen. Entschuldigung, aber ich brauche diesen Schlüssel. Ich möchte viele Türen öffnen. Sag deinem Freund, er soll nett sein und seinen Mund öffnen. Das wird er nicht. Tut er nie. Außerdem sind seine Zähne verstärkt. Es wird schwer, den Schlüssel zu nehmen, ohne dass er es merkt. Verstärkte Zähne verstehe. Mal gucken, was ich mit dem Schlüssel komme. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Nun, ich bin Fran. Bei mir ist 18 Uhr. Was? Wo kommst du denn her? Wusste gestern nicht, was ich machen soll ohne deinen Stream. Oh, Sea Blue. Schön, ich kenne sie, dein Friend. Ich bin Roberto. Willkommen in Mabuka, so bitte. Mabuka? Wer ist Mabuka?
Du weißt nicht, wer Mark Booker ist? Nicht? Geh jetzt. Geh einfach. Aber Roberto, ich war noch nie hier. Verurteile mich nicht, weil ich es nicht weiß. Sag mir lieber, wer Mabuka ist. Dann weiß ich es. Okay, okay, Mabuka ist die Mutter der Dunkelheit. Dunkelste Dunkelheit, das Dunkel, das Ende des Lichts. Mabuka ist die Mutter aller Kreaturen, der fünften Realität. Was? Bin ich in der fünften Realität? Ich dachte, Remor wäre hier der König. Ha, Remor, der schreckliche Schwarze, der Sohn der Dunkelheit. Niemand mag ihn sehr. Du solltest jetzt gehen. Ich habe genug gesagt. Okay, ich komme eh später wieder, wenn ich den Schlüssel brauche. Okay. Aus Deutschland bin ich gerade in Thailand. Ach, wie geil. Genieß es. Genieß es. Ich denke, ich kann jetzt hier noch nichts machen, oder? Den Schlüssel kann ich mir höchstwahrscheinlich noch nicht nehmen. So. Okay. Hier ist ein Hut. Edward hat einen Hut vergessen. Da ist doch was. Im kleinen Haus. Oh, eine Nachricht in der Tasche. Im kleinen Haus. Oh, verstehe. Ah, okay, aber das habe ich doch schon. Den Schlüssel habe ich doch schon. Oh, das ist creepy shit. Oh Gott. Das Spiel ist so creepy, Mann. Oh, hallo Donna, geht, grüß dich. Hallo Sunny. Grüße Little Nightmares 2. Auf jeden Fall, Leute. Stört dich der Schlag meines Herzens? Es kann jederzeit aufhören und es wäre dann das Ende. Ich will nur die Seife. Bück dich. Seife, hast du Hygieneprobleme? Ich habe schreckliche Probleme. Ich rieche, als ob mein Fisch verfault wäre. Das klingt aber lecker. Ich glaube, das wäre kein Problem. Für dich vielleicht. Gib mir einfach die Seife. Na gut, nimm sie. Gehört dir. Auch voll nett. Kann ich das Herz irgendwie anfassen? Pass auf, die Entführer auf. Sie lieben Kinder, die nach Seife riechen. Sie fressen ihre kleinen Körper und behalten die Köpfe, ihre wunderschönen Gesichter. Das klingt schrecklich. Ich passe auf. Danke für die Seife. Stimmt, die haben doch auch irgendwie gesagt, dass in der fünften Realität diese alten Omas so brutal sind. Oh, ein Gemälde mit einem Wal. Sehr schön. Okay, voll gruselig ist der. Okay. Da ist... da kann ich nicht hin. Okay, da können wir jetzt echt noch nicht hin. So. Okay. Gucci, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So, benutzen. Vielleicht kann ich... Es macht mich wütend, wenn das nicht klappt. Okay, ihr könnt mir gern sagen, wenn irgendwie... Hallo, Freak! Oh, da ist noch eine Tür auf. Wenn ich irgendwie was machen kann, wo es hier weitergeht, weil ich checke gerade nicht wirklich durch. So. Okay, bin ich also wieder in meinem Zimmer? Kann ich diesen Schlüssel... Ach, der ist jetzt weg. Vielleicht geht damit ja die Tür auf. Tatsächlich. What? Ist das jetzt ein Zufall? Oh Gott. Hallo? Einbrecher, Eindringling, warum kommst du herein, ohne dich vorzustellen? Ich bin Akula, das Auge von außerhalb. Sieh meine Schönheit. Oh, tut mir leid, du bist aber ein großes Auge. Du siehst bestimmt sehr gut. Ich sehe alles und nicht weniger. Alles? Kannst du meine Katze sehen? Deine Katze? Wie kannst du eine Katze besitzen? Du bist königlich. Königin? Prinzessin? Nein, ich besitze sie nicht, aber wir haben eine Beziehung. Wir sind Freunde. Freunde? Wie nett. Aber ja, ich habe heute eine Katze gesehen. Sie schrie in einem Käfig nach Hilfe. Der Besitzer des Käfigs betrat Mabukas Untergrund. Sie ist noch immer unten im Käfig. Kannst du die Katze beschreiben? Große gelbe Augen, rosa Nase, sehr dunkles Fell, schwarz wie die tiefste Nacht. Das ist er, mein Freund. Mr. Midnight, ich muss los, ihn finden. Aber Makuga schläft. Sie zu wecken kann in eine Schande enden. Ich habe keine Angst vor ihr. Nun, nimm dir, was du brauchst aus deinem Haus. Du bist mutig und Mut respektiere ich sehr. Danke, Akula. Ich bin übrigens Fran. Okay, eine Bürste. Puh, der Spiegel ist durchsichtig. Die Augen sehen sich nach mir um. Eine goldene Schnecke. Oh. Oh, what the fuck. Spielst du noch Fortnite oder nicht? Nein, nein, heute ein Friend. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier. Ah, sieh mal einer an. Was kommt denn da rein? Habe ich hier so einen Schlüssel? Nee. Einen Knopf einwerfen. Ah. Und weg ist mein Knopf. Und was jetzt? Ja, gute Frage. Hier muss da noch irgendwas rein. Aha. Ja, hallo, du Scheißaffe. Kannst du was machen? Ach, hier drehen wahrscheinlich. Oh, ich glaube, ich habe eine Maschine ausgesteckt. Ah, okay. Muss ich die das erstmal wieder anstecken, oder? So, jetzt. Okay, jetzt kann ich das wieder nehmen. Aber warte, hier ist doch noch was. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da alles eigentlich einsammle. Ich meine nicht im Stream, sondern normal. Ach so. Ja, natürlich.
Hallo Dennis, grüße dich. Oh Mann, war ewig nicht mehr hier. Hoffe, dir geht's gut. Ja, und dir? Du hast aber ein großes Auge. Hallo Aaron, hallo Anna, grüßt euch alle. Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt jemand kommt, um ehrlich zu sein. Schau mal einer an, da ist noch was. Das hätte ich jetzt echt fast nicht gesehen hier. Was bringt das? Was bringt das, Leute? Da oben ist doch auch noch was, oder? Hallo Monza! Hallo alle miteinander, guten Tag! Hallo Capt, grüße dich, guten Abend. Das Spiel sieht aber weird aus, aber es ist sehr, sehr geil. Ich habe es auf meinem Zweitkanal hochgeladen, ich kann es euch sehr empfehlen, wirklich. So, jetzt habe ich hier keine Schlüssel mehr. Was kann ich mit der Zange machen? Die Zange muss doch auch noch irgendwie für irgendwas wichtig sein. Hallo Paper, grüße dich! Brauche ich die Zange vielleicht hier für irgendwas noch? Negativ. Also wer von euch das weiß, darf es mir gerne sagen. Ich bin jemand, der sehr gerne Hilfe annimmt bei sowas. Hallo Tryharder. Noch nie gesehen, das Spiel. Es ist sehr empfehlenswert, Leute. Also wie gesagt, guckt gerne auf meinen Zweitkanal. Könnt meine Mods mal reinposten. Das Spiel an, da habe ich jetzt zwei... Das wären jetzt drei Teile. Dann ich mache immer so ungefähr 1 bis 2 Stunden, die ich hochlade. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Also hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr. Den Hasen kann ich ja nicht sehen. Hallo Knukäppchen. Ich komme mir so alt vor, aber die Atmosphäre heute ist sehr chillig. Ah, brauchst du nicht alt vorkommen. Ist jeder willkommen. Kann ich da irgendwie... Hier war doch irgendwas, was ich bauen muss. Ach, hier. Ein Handschuh brauche ich noch. Eine Glühbirne, einen Wecker, Flasche mit Wasser. Oh, Wasser. Ich habe auch voll Durst gerade irgendwie. Fällt mir ein. Ein Wecker. Ein Wecker. Ist das nicht hier ein Wecker? Nee, die Uhr zählt nicht als Wecker, oder? Nee. Okay. Hallo Christina, grüße dich. Hallo Tonix, schön euch alle zu sehen. Ich glaube, ich gehe nochmal... Vielleicht nochmal hier rein? Bei mir ist es jetzt 22.15 Uhr. Irgendwas, irgendwie brauche ich diesen Schlüssel hier. Seltsames Gemälde an einem seltsamen Ort. Oh, Schädel, ich habe noch nie daran gedacht, aber es fällt mir gerade irgendwie ein. Nur das Innere von Menschen, wunderschön. Wie kriege ich diesen verkackten Schlüssel? Vielleicht muss ich irgendwie... Ah, vielleicht mit der Zange. Oh, das geht ja wirklich. Boah, das ist ja voll bösartig. Wie kannst du nur? Ich hoffe, eines Tages nimmt dir auch jemand deine Zähne. Naja, die Zahnfee hat mir schon alle meine Milchzähne genommen. Verrückt, oder? Boah, das ist ja voll bösartig, was wir gerade gemacht haben. Ich glaube, ich kann den öffnen für was ich will, oder? Jede Tür geht auf. Jede Tür geht auf. Hallo, nice, nice. Ich grüße dich. Bitte mach irgendwann nochmal ein weird VR-Chat-Video. Das war so lustig. Das machen wir sogar. Das ist geplant. Das wird sehr lustig. Ach, guck mal, wie süß. Hallo, die hat einen Wecker an. Ein Wecker, perfekt. Warte, kann ich den hier nicht abschneiden? Ja, okay. Was ist denn da? Oh, da kann ich rein. Oh. Sieh mal einer an. Ich möchte aber eigentlich erstmal in die Katze rein. Hört sich das falsch an? Oh, hallo Baum, der ist groß. Was sind das für rote Dinger? Da ist ein Handschuh. Ja, geil. Kann ich da rein? Oh, die sind gefährlich, habe ich gehört, ne? Entschuldigung, ich brauche den Schlüssel. Entschuldigung, aber ich spreche nicht mit Fremden. Du musst nicht sprechen, gib mir einfach den Schlüssel. Wenn ich nicht mit Fremden rede, höre ich ihn auch nicht zu. Wie enttäuschend. Ich habe eine Frage. Hängst du am Baum fest? Ich hänge sehr daran. Warum fragst du? Ich bin nur neugierig. Wir sehen uns. Okay. Die muss ich wahrscheinlich mit Wasser löschen, oder? Oder kann ich... Schau mal, ich habe eine magische Bürste gefunden. Ist das nicht super? Ich weiß nicht. Eine Bürste? Was ist das? Nun, damit macht man seine Haare schön. Ich weiß nicht. Ist das gefährlich? Es kann sehr angenehm sein, wenn man es sanft macht. Okay, versuchen wir es. Okay, aber versprichst du mir, dass du mich nicht verbrennst? Ich verbrenne nur, wenn ich in Gefahr bin. Sei sanft und nichts Schlimmes wird passieren. Okay, ich werde sanft sein. Das ist pervers. Es hat geklappt! Was geschieht mit mir? So etwas habe ich noch nie erlebt. Wieso? Bist du ein Luzifern? Alle Luzifern, die ich getroffen habe, machen das. Wirklich? Naja, danke dir vielmals. Es fühlt sich unbeschreiblich an. Ich habe das Gefühl, als müsste ich wegfliegen. Hallo Duffri, ich begrüße euch alle recht herzlich. Dankeschön, nice, nice. So, wie komme ich da jetzt ran? Muss der Schlüssel für die 100... Ich kann es riechen. Aber ich komme nicht an ihn ran. Was soll ich tun? Meine Greifomatik
wäre toll, aber die habe ich nicht mehr bei. Das muss der Schlüssel. Okay, wie komme ich da ran? Wahrscheinlich brauche ich jetzt irgendeinen Stock und muss damit das dann. Nee, okay. Behalte das mal im Auge, Gnulis, dass wir das irgendwie den Schlüssel hier im Kopf behalten. So. Hallo, Shisha! Wie geht's gut, Dufri? Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Wir gehen mal in die Katze rein. So weird es sich anhört. So. Das muss etwas Wichtiges sein. Ziemlich dunkel hier. Der Rücken dieser riesigen Katze. Ja, darf ich da nicht rein? Kann ich da... Okay. Hat jemand eine Idee? Hallo Kissemann, ich bin in Australien. Hallo die Zecke. Ich baue gerade ein Haus für dich in Sims. Ach süß. Die Partnerschaft, wir haben am Mittwoch ein Gespräch. Dann gucken wir mal. Ah, jetzt habe ich ja den Wecker. Was brauche ich denn noch eigentlich alles? Ich brauche... Eine Glühbirne brauche ich, eine Flasche mit Wasser. Wo kriege ich denn bitte schön Wasser her? Vielleicht ist die ja mit Wasser gefüllt, die Katze. Ah, warte mal, Wasser war doch in der Badewanne von einem Typi. Ist ja ekelhaft, aber kann ich die vielleicht damit auffüllen? Wäre ja eigentlich... naheliegend. Hallo Orio, hallo Trudix, grüßt euch alle. Vielleicht kann ich das ja... Nee. Ah, sie. Yes, geil. Okay, so, es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Glühbirne, Leute. Die Glühbirne ist das Einzige, was fehlt, Mensch! Wo ist die verdammte Glühbirne, du? Warte mal, ich kann doch bestimmt die Luftballons, kann ich die Luftballons auch mit Wasser füllen? That would be interesting. Vielleicht für... Katzen sind süß. Hallo, Murat. So. Ja, die brauche ich doch für den Baum. So. Leute, ich bin irgendwie gerade voll drin im Game. Hallo, Murat. Voll pervers, den die Zähne rausgerissen hat man, der Arme. Mir geht's gut, Justin. Ich hoffe, dir auch. Erzähl. Erzähl uns von deinem Leben. So, jetzt kann ich nämlich das Monster mit einer Wasserbombe abschmeißen, denke ich mal. Das hatte ich schon die ganze Zeit vor. Oh Gott, ich habe nicht getroffen. Arg. Diese Kreaturen. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Was? Das muss doch funktionieren, oder? Ja. Ah, ich habe es geschafft. Tschüss, Kamal. Oh, wow, ich bin gar nicht mehr traurig. Danke. Keine Sorge, ich bin froh, dass es dir besser geht. Ich fühle mich besser. Ich möchte dir dafür etwas geben. Oh, geil. Hier, ein Stück von mir. Du kannst es einpflanzen, wenn du willst. Hä, danke sehr. Ich muss jetzt los. Ich hoffe, du findest ihn. Wir sehen uns. Jetzt kann ich damit bestimmt das Ding vom Baum holen. Ich bin in einem Discord. Oh, süß. Das freut mich. So, jetzt kann ich doch definitiv mir das Ding da jetzt runterholen, oder? Nur ich wollte sagen, dass du meine allerliebste YouTuberin bist und ich dich wirklich sehr schätze. Und ich nehme dich als mein Vorbild. Du bist so intelligent, hübsch und humorvoll. Ich wollte immer YouTube machen und dank deiner schönen und aufmunternden Gespräche mit uns hat mir gezeigt, dass ich alles schaffen kann, wenn ich will. Danke dafür. Ach, wie süß, Blue. Vielen Dank. Und weißt du, selbst wenn etwas nicht klappt, dann öffnet sich immer eine andere Tür. Und aus allem, was du ausprobierst und versuchst, wirst du etwas lernen. Nichts ist umsonst. Fantastisch, ich komme ran. Jetzt habe ich den Schlüssel. Geil. Das ist süß. Dankeschön für die netten Worte. Das freut mich sehr. Bei mir ist es jetzt 22.22 Uhr. Aber wartet mal, mit der Katze hier muss doch irgendwie was sein. Da muss ich doch irgendwas... Nee. Also irgendwas kommt in die rein, ich weiß nur noch nicht was. So, jetzt muss ich nur noch den letzten Schlüssel verwenden. Die ist aber nicht schön, die Tür, die ist vor... Oh Gott, was ist denn das? Igitt. Oh oh. Kreatur von oben, raus aus Makubas Hütte. Du bist nicht willkommen. Makuba, Entschuldigung, aber ich suche meine Katze und ich muss Makuba aufwecken. Nur Makuba, Mutter Makuba, für dich arrogantes kleines Kind. Und wie willst du sie aufwecken? Mit den verrückten Ideen von Cockwind? Cockwind ist ein netter Uhrmacher, er ist nicht verrückt.
Ach, du denkst ihn also, ich nehme an, du warst auch schon in Itstera. Schrecklicher Ort, sag ich dir, zu grell. Tja, genau da will ich hin, wenn ich meine Kätzchen gefunden habe. Gut für dich, dein zarter kleiner Verstand wird bei all den langweiligen Wesen sicher sein. Ich gehe jetzt, du verrückter Baum, mein Kätzchen wartet auf mich. Okay, mehr sagt er nicht. Psst, Makoba, träumt von dir. Malt deinen flauschigen Schädel mit Zähnen, trinkt deine Tränen voller Angst. Sie grinst, während das Blut deiner Augen ihre Seele umschmeichelt. Perverse Scheiße. Okay. Huch, du machst mir keine Angst. Okay. Hallo, kleiner Eber. Hallo, Ziege. Oh. Der Boden pocht wie ein Herz. Ist das Makobas Herz? Fühlt sich zerbrechlich und fest zugleich an. Wow, was für ein großes, schönes Gesicht. Bist du Makoba? Wenn ja, musst du aufwachen. Okay, ich will die aber ehrlich gesagt, kann ich die... Oh Gott, mit dem Wecker bestimmt, oder? Bestimmt der Wecker. Nee. Wie wecke ich denn die Alte? Vielleicht eine Klammer an die Nase? Ah, wie viel Uhr gehst du in Australien durchschnittlich schlafen? Ach Gott, oft um 0 Uhr und ich muss oft um 4 Uhr morgens aufstehen, weil ich noch irgendwas gucken muss. Da ist bei euch 19 Uhr, dass die Videos alle schön hochladen. Das ist immer ein bisschen anstrengend. So, was muss ich hier machen? Muss ich dieses Ding hier bauen? Ich habe jetzt alles. Ne, die Glühbirne fehlt mir noch. Die Glühbirne fehlt mir noch, Leute. Wo finde ich die Glühbirne? Wie wecke ich die Olle? Vielleicht Seife ins Gesicht hauen? Oder vielleicht ihr eine watschen? Das ist doch zerbrechlich, sagt sie. Das ist Marco, was wird sich zerbrechlich? Vielleicht mit dem Messer rein? Nee, oder vielleicht hier? Ah, tatsächlich, ich muss das da einfach alles reinschmeißen. Ist das überhaupt richtig, was ich da tue? Heilige Scheiße, das hat echt funktioniert, der Scheiß. Gott. Untersuchen? Fantastisch, damit wecke ich Makoba auf. Okay, puh. Kannst du auf Verspieltes nur Luigi's Mansion 3 Let's Playen? Als hättest du es gewusst. Ich habe mir das gestern gekauft und das werden wir die Woche noch anfangen. Hallo Bamster, grüß dich. Hallo Rabbit, hallo Queen. Nee, nee, wieder live. Hallo Assassin, hallo Hashi. In die Katze, jawohl. So. Holy shit, die wird mich hassen. Wie erwartungsvoll sie guckt. Ich hätte... Ah, hüte dich vor Mapuba. Die erwachte Dunkelheit erhebt sich aus dem Unbekannten. Oh, ich wollte es nicht wecken, Mapuba, aber sie müssen mir einen Gefallen tun. Kann mir jemand sagen, wer diese Kreatur ist? Ganz schön frech für einen kleinen Körper. Entschuldigung, aber das kann ich selbst beantworten. Ich bin Franbau, ein Menschenmädchen, 11 Jahre alt und sehr mutig, nur, dass sie es wissen. Ein Mensch in Makobas Hütte, amüsant. Wer hat dich hierher gebracht? Das wäre dann wohl Remor. Er ist ihr Sohn, oder? Ist mein Sohn schon in deinen Kopf vorgedrungen? Sie meinen, ob er meinen Kopf aufgeschnitten hat? Ich glaube nicht. Hast du einen rötlichen Trank aus Bohnen getrunken? Bohnen? Meine Pillen sehen aus wie rote Bohnen. Ja, also ich nahm die ganze Flasche. Dann kann ich keine Gewalt gegen dich anwenden. Die Macht wurde entfesselt. Ich hoffe, du findest die Wahrheit, die du suchst unter der Erde. Danke, aber welche Macht wurde entfesselt? Können Sie mir das sagen? Die Macht in dir, weißt du das nicht? Die fünf reiche essentielle Existenz wählten dich, die Wächterin des Schlüssels zu sein. Die fünf reiche essentielle Existenz wurden parallel zur Zeit erschaffen. Was? Wovon reden Sie da? Wächterin des Schlüssels? Wer hat Ihnen das gesagt? Der große Valokas aus Primiv hat uns vor langer Zeit alles erzählt. Der Wächter wird vom Sohn der Dunkelheit gejagt, wenn er den roten Samen gesehen hat. Aber du bist zu jung, in der Tat zu jung, um die Wächterin des Schlüssels zu sein. Das ist etwas an dir. Dir ist etwas Dünnseres geschehen. Remor tötete meine Eltern, Mutter Makoba. Können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich bin diese Gefühle, Franbow. Ich bin all das Böse, das Dunkel, das du dir vorstellen kannst. Ich ernähre mich von Tränen und Leid, von Verzweiflung und Angst. Aber dann ist es ihnen egal, ob Remor meine Eltern getötet hat. Ich dachte, sie wären nett. Ich bin neugierig und wüsste gerne den Grund, wenn du dich dann besser fühlst. Jetzt verstehe ich, der Grund an sich ist es die Wahrheit, die du suchst. Geh schon, Wächterin des Schlüssels, sei mutig. Ich öffne dir mein Herz. Crazy. Hallo, Amazing Maze. Ja, Australien ist schon sehr geil, muss ich sagen. Oh Gott, was ist denn das hier, bitte? Es ist ein Horrorspiel, aber es ist geil.
Okay, ich mag eigentlich Point and Click nicht, aber das ist richtig geil. Okay, der Körper dieses Wesens, ich glaube, das ist der Entführte. Oh, der Körper dieses Wesens besteht aus Babygesichtern. Der Bartjunge hat so etwas erwähnt. Ich glaube, das ist der Entführer. Kenne ich dich von irgendwoher? Du hast mir etwas geklaut, oder? Du kleiner Dieb. Wo ist meine Stricknadel? Hast du eine... Deine... Was, Stricknadel? Sind sie die tote Schwester, die ich in Oswald Anstalt gesehen habe? Sehe ich etwa tot aus, du kleines Biest? Zieh deine Nummer, ja, und warte im Wartezimmer. Aber Schwester, ich brauche keine Medizin. Zieh deine Nummer und warte! 7. Okay. Sie hören zu, sie sehen und sie berühren. Was ist das für eine kranke Kacke hier eigentlich? Oh Gott, Hilfe. Arg, ich frage mich, wie lange ich noch warten muss. Stunden, vielleicht Tage? Ich warte seit einem Monat. Aber ich habe Nummer 7, das ist ja wie bei Telekom. Aber ich habe Nummer 2, also ich bin bestimmt bald dran. Ich warte seit 3,5 Wochen, vollkommen hoffnungslos. Entschuldigen Sie bitte, aber gibt es eine Möglichkeit, das hier zu beschleunigen? Ja, selbst ein Doktor werden, das ginge schneller. Und wenn du das tust, kannst du uns allen helfen. Warum werdet ihr denn nicht selbst ein Doktor? Ich kann das nicht, ich fühle mich sehr krank. Ich kann nicht, mein R-Auge ist blind. Ich habe diese kaputte Horn, siehst du, ich kann kein Doktor sein, ich muss Patient sein. Ich kann auch nicht, ich habe die Fähigkeit, mich selbst im Spiegel zu ängstigen, verloren. Naja, ich bin gar nicht krank, bitte lass mich vor, okay? Ich kann nicht, ich weiß nicht mal, welche Krankheit ich habe, darum bin ich hier. Aber wie kannst du es nicht wissen? Das ist eine harte Frage, machen Sie weiter. Wie soll ich eine Frage weicher machen? Hey, hast du mal versucht, deine Augen rauszureißen? Das hilft manchmal. Oh Gott. Du kennst uns nur ein paar Minuten. Das ist sehr kurz, um alles zu verstehen. Das ist wahr, aber es wäre schön, etwas gesunden Menschenverstand zu benutzen. Warum? Warum ist gesunder Menschenverstand besser als ungesunder? Nun, es hilft, einander besser zu verstehen. Wir verstehen uns ebenfalls alles gut mit unserem ungesunden Menschenverstand. Ja, das tun wir wirklich. Wir respektieren die Unterschiede. Aber wer ist derjenige, der alles sieht? Nein, Makoba weiß alles. Das ist nicht das Gleiche, wie alles zu sehen. Jetzt lass mich warten, weil wir reden schon die ganze Zeit. Die Wartezeit verkürzt. Oh, okay. Danke für nichts. Meine Aufgabe, ich muss eigentlich... Vielleicht kann ich es mit ihm tauschen. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Nicht wirklich, nein. Kein Interesse. Oh Mann. Siehst du, die Anzeige, ich habe Nummer 2, ich bin fast dran. Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann ein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Ich gebe dir mein Ticket, nur wenn du herausfindest, welche Krankheit ich habe. Oh Gott, ey. Hier. Können wir unser Ticket tauschen? Ich habe die Nummer 7. Davon habe ich ja nichts. Tut mir leid. Okay, der will auch gar nicht. Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss mir selbst helfen. Also nein. Also der ist der Einzige. Der will aber wissen, welche Krankheit er hat. Kann ich ihn einfach umbringen? Dann hat sich das. Oder vielleicht einfach anmalen? Wie kriege ich raus, dass der für eine Krankheit hat? Geht dir mein Ticket heraus, welche Krankheit ich habe? Woher soll ich denn das wissen? Ach, muss ich vielleicht... Muss ich die vielleicht irgendwie austricksen, weil dann hinten an die Akten drankommen oder so? Hallo Ricardo, hat jemand Ahnung, Leute? Help the Gnu. Das ist schwierig. Kann ich ihn einfach... Hat jemand eine Idee von euch, Leute? Oder weiß es jemand? Vielleicht kannst du mit dem Stift die Zahl ändern. Habe ich schon versucht, das geht irgendwie nicht. Klappt nicht. Nee. Warte mal, untersuchen. Nee, kann ich nicht. Zum großen Auge, sagst du. Aber da war ich schon, der hat mir nichts gesagt. Vielleicht sagt er mir jetzt irgendwas dazu. Der kann doch alles sehen. Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Sehr gut, Leute. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, welche Krankheit der Kreatur mit der Ticket Nummer 2 leidet? Er wartet im Zimmer. Schauen wir mal. Ach, ich sehe ihn, aber so wie ich sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch ein wenig Leid in ihm. Wow, kann man ihm irgendwann helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viel Tränen weinst, dass du diese Flasche füllst, geht das. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen von echtem Leid verursacht sein. Das wird ein Problem. Mein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn meine Katzchen und ich nach Hause kommen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt.
Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Aber sie ist wieder eingeschlafen, beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche meine Katze, die Umarmung von Mr. Midnight sind von großem Trost. Ich will ihn nur finden, damit wir ihn nach Itersa gehen können. Oh. Ach, da haben wir sie ja. Hm, herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Geil. So. Voll eklig, dass er meine Tränen jetzt säuft. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Wie süß, schauen wir mal. Ich bin zu Hause. Schmeckt wie tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Lass mich in Ruhe. Okay, okay, bitteschön. Geil. Oh, danke, deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. Voll pervers. Ich bin arbeitslos. Ich habe einen Job, aber erst ab 15. Bei mir ist es jetzt gleich 23 Uhr. So. Oh, cool, jetzt ist ja die 2, jetzt kann ich nach vorne. Geil. Ach, was für ein Zufall, ne? Ah, jetzt kann ich dir mein Ticket geben, oder? Hallo, Patient Nummer 2. Wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Ja. Nur nicht wirklich. Sie haben gesagt, ich soll eine Nummer ziehen. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Kätzchen verloren und ich will ihn wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen? Keine Sorge. Das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück gehabt. Viele verlieren da stattdessen den Verstand. Ha, Glück. Wie bekomme ich denn einen Termin? Ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte und der Telefonnummer. Oh Gott, die Scheiße muss ich jetzt wählen, ne? Warum muss ich sie anrufen? Warum können sie nicht einfach einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern, denn jetzt gerade warte ich auf einen Anruf. Ach, na gut, ich rufe sie mal an. Okay. 0-1-2-2-1-2-1-7-2-7-6. Oh, hallo. Ja, sie sagt, ich soll sie anrufen, einen Termin zu machen. Hm, Framebow hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein, nein, ja, ich habe Augen. Wirklich, ja, okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut, danke, tschüss. Wie unnötig. Hab mir das Blut abgenommen und ich habe übelst Angst für Spritzen. Nein. War der Zeitunterschied bei dir nicht 14 Stunden? Nein, nein, 10 Stunden. 10 Stunden Zeitunterschied. Aber ich gewöhne mich langsam dran. Ja. So, jetzt eine dumme Kuh. Hallo, Patient Nummer 2. Haben Sie einen Termin? Ja, Fran ist mein Name, der Termin ist jetzt. Ja, ich schau mal ins Archiv. Ja, das sind sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Okay, danke. Oh Gott, hey, hoffentlich. So. Oh, holy, was ist denn das? Tut mir leid, ich habe sie erschreckt. Sie sehen echt blass aus. Puh, ja, ein Albtraum. Du siehst ja aus wie ein gesunder Mensch. Ja, danke, glaube ich. Wenn ich bitten dürfte, hier einen Termin. Mir ist eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Oh, ist das gruselig. Ach, guck mal. Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden. Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remo, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remo, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Du hast meine Eltern getötet. Wo ist meine Katze? Was hast du Dr. Deren angetan? Ich genieße es sehr, das Leid aus deinen Augentropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste und benutze für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht, nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe? Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Du hast nicht gelernt, dass die Menschen Rezeptoren schwach sind. Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. Das ist der Doc oder was? Oder hat er auch einen Termin? Oh shit. Nein, lass mich doch in Ruhe. Oh shit. Ich war's. Nein, das kann nicht sein. Hör auf, ich habe meine Eltern getötet. Oh mein Gott. Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör bitte auf. Oh scheiße, Leute. Aber warum? War es... Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Wie es einfach nicht aufhört, auf den Vater einzustechen. Ich habe meine Eltern nicht umgebracht, habe ich nicht. Jeder ist hier verrückt, ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Okay, shit. Das warst du nicht? Nicht? Oh shit, oh shit. Nein! Kätzchen! Mein Liebling, ich bin für dich da. Geht's dir gut? Kätzchen, antworte mir, was ist los mit dir? Miau, miau. Oh nein,
Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnurr. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Ich bringe dich nach Itersta, mein Liebling. Palo und Ras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweien. Das verspreche ich dir. Miau! Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dean helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Shit, ey. Muss ich den jetzt umbringen? Was muss ich jetzt machen, Leute? Ich glaube, es wird ernst. Der alte Mann schon wieder. Dr. Oswald. Oh Gott, Leute. Ich werde ihn umbringen. Puh, diese Knöpfe machen gar nichts. Oh Gott, Leute. Oh Gott, ich habe ihn in den Strick. Autsch, elektrischer Schlag. Ich glaube, ich lasse es lieber. Warte, kann ich vielleicht... Hehe, vielleicht weckt ihn das auf. Oh mein Gott, die Haut ist dem einfach in die Haut... Ah, verdammt, was war das? Keine Sorge, Dr. Dean, ich bin es, Fran. Ah, was, ich sehe nicht so gut. Fran aus der Oswald-Anstalt, wir waren auf dem Friedhof, erinnern Sie sich? Fran, was ist geschehen? Warum bin ich in einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche Ihnen zu helfen. Das große Monster brachte Sie hierher. Wir müssen los. Komm schon, Fran. Monster, ich habe keine Lust auf Spielchen. Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. Oh. Aber was machen Sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ach, das habe ich getan. Ich habe doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für Sie loswerden? Mich loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? In Oswald-Anstalt? Ja, Fran, der gleiche alte Mann. Aber woher kennen Sie meine Mutter, meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. What? Lucia und Grace waren Teil meiner Studien. Sie half mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Hm, wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat ganze Arbeit geleistet. Seine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nun nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich? Sagen Sie es mir. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete, machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zu Wachstum und Stärke. Oswald, bitte, tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen und ich finden einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, wir gehen. Gott, ich check grad gar nichts. Hä? Rafft ihr gerade irgendjemand was? Ja, und Dr. Dean, geht es Ihnen gut? Muss ich den jetzt nicht befreien? Nee. Geh mit deiner Tante, Fran. Es ist nicht so. Kann ich dir nochmal schocken? Okay, nee. Hallo, Nightmare. Muss ich das checken? Hä? Nein, die lässt ihn jetzt fallen. Fran, mein Schatz, hört zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm glauben. Musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles wieder gut werden? Natürlich, aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein! 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 Diese Bitch, schmeiß sie runter! Nein, die arme Katze! Komm schon, Fran, hör auf zu weinen, die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund, er ist mein... Habt ihr gehört, wie die geschrien hat? Nein! Du hast auch mitgeholfen, meine Katze zu töten, oder? Oder? Die kannst du noch in den Spiegel schauen, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, bring sie um! Bring sie um! Hör auf, Fran, Hilfe, Hilfe! Bring sie um! Bitte Hilfe! Bring sie um! Töte sie! Ja! Töte sie! Töte sie! Der kommt da voll... Wage es nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster! Oh, er hat uns erschossen! Oh, was ist das für ein Spiel? Bitte? Oh mein Gott, sie ist total verrückt! Bring sie zu mir! Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren. Alter, was ist das für ein Spiel? What? Fran, geht es dir gut? Was haben sie mit dir gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Dean. Fran war krank. Aber sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt zu mir.
Ich habe seit vielen Jahren und diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts aufhalten. Oh mein Gott. Oh, geil, er ist da. Ja, töte sie. Oh, Fran, alles wird gut werden. Wer sind Sie? Ich bin Edward, der über den vielen Kindern redet. Aber Sie sind kein Mensch. Ektobro, Plonta. Oh, süß. Ah ja, Gors, Edward, ich hab ihn gefunden. Oh mein Gott. Bleiben Sie von dem Mädchen weg, lassen Sie in Ruhe. Ey, das Spiel hat jemand entwickelt, der auf Droge war. Meine Katze. Die kleine Fran muss kalt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ah ja, sie ist noch gänzlich fort. Los geht's. Oh Mutter, du hast den Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf, Fran, und du wirst Schlichtseher. Auch wenn man was er genommen hat, ich will das auch. Oh. Ja, aber ich verstehe das gerade irgendwie nicht, Leute. Ach, guck mal, wie süß. Muss ich das irgendwie verstehen? Also, wurde jetzt... Hat die Mutter uns nur schützen wollen? Warum haben wir die Mutter getötet? Woher kommt dieses böse Ich? Ah, was ist passiert, Edward? Mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie, Kätzchen, du lebst? Ich hab dich so vermisst. Bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen, okay? Dr. Dean, schauen Sie, das ist Edward. Ich habe Ihnen von Ihnen erzählt, ich habe Ihnen gesagt. Glauben Sie mir jetzt? Oh, shit. Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Makoba. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Holy, kann ich nicht... Aber kann er mitkommen, bitte? Er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen, mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Wir können ihn nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihr glauben lassen, dass es alles nur ein Traum war. Er wird aufwachen und nichts von all dem wird passiert sein. Aber er wird sich auch nicht mehr an dich erinnern, Fran. Verstehe, na ja, das ist voll okay. Das ist aber nett. Endlich siehst du es ein. Du wirst eins mit allen werden. Deine Eltern wären sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Oh, danke. Ich will... Ah, oh, der muss ja so plüschig sein. Ah, schicke mal Mr. Dieren nach Haas. Ich würde gerne bitte... den Schlüssel nehmen. Das war nur eine Illusion mit dem Mord an den Eltern. Ach so. Hallo, my life. In welchem Bundesland wohnst du? Eigentlich in Baden-Württemberg, aber momentan bin ich in Australien. Gehen wir, Fran, es gibt so viel. Hä, das klingt nach Spaß. Also war das eine Illusion? Die Eltern sind gar nicht tot. Wir wurden quasi nur... Vieles weiß ich immer noch. Aber eines weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Oh. Also hier steht das Spiel nicht so ganz. Also sind die Eltern gar nicht tot und ich war nur auf Droge und bin jetzt immer noch auf Droge? Oder die Eltern sind tot, aber Fran hat sie nicht gekillt? Wer hat sie denn gekillt? Ja, also wie? Die Eltern... Wer hat denn dann die Eltern getötet? Das war einfach dieser böse Geist. Und wer war dieser alte Mann? Das war quasi der Vater von den Zwillingen, der da jetzt irgendwie Experimente mit denen machen wollte, beziehungsweise mit mir als Kind. Der Remor. Aber woher kommt der Remor? Guten Stream. Also, woher kommt dieser Remor? Das muss irgendwie einen Sinn ergeben. Komisches Ende. Da waren die Drogen wohl alle. Ich will von jemandem eine ausführliche Erläuterung, was jetzt hier passiert ist. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, Leute. Der Alte war der Doc, der mit den Zwillingen Tests gemacht hat. Und der hat uns die Pillen gegeben, deswegen haben wir uns den ganzen Scheiß vorgestellt. Also war er der Remor. Also quasi, die waren ja Zwillinge, mit denen hat er Experimente gemacht. Dann wollte er quasi die Fran haben, weil die was Besonderes war, mit der weiter experimentieren. Aber wer hat dann die Eltern getötet? Das war der Remor, der Tod. Aber es muss ja irgendjemand wirklich getan haben. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind hier noch fleißig am Diskutieren. Schreibt gerne eure Idee oder eure Interpretation in die Kommentare. Ich sage vielen Dank, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Huf nach oben da. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und danke für die Empfehlung. Empfehlt weitere Games unter D mit E. Waschi!